O Herr nimmt die Noten wortlos an sich, setzt sich an sein Klavier und beginnt zu spielen. Es erklingt eine wunderschöne Melodie, voller Sehnsucht und Hoffnung. Nur ganz am Ende hört man eine disharmonische Note. Und O Herrns Gesichtsausdruck verfinstert sich kurz, als seine Hände zu zittern beginnen. Aber nach einem kurzen Augenblick scheint er wieder der Alte zu sein. Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mir diesen Teil von mir selbst zurückgebracht habt, sagte O Herrn zu unseren Soldaten. Ich fühle mich nicht mehr vollkommen. Ich fühlte mich nicht mehr vollkommen. Der Druck, diesen Ort am Laufen zu halten, obwohl nicht alle an mich glaubten. Ich bin nicht die Person, die ich früher einst war, aber ich hoffe, das wird helfen, so seltsam es auch euch auch erscheinen mag. Und hier ist eure Bezahlung, wie vereinbart. Nochmal vielen Dank. Research complete. Für seinen Plan, die Menschheit zu retten, plant Tobias West die Produktion und den Einsatz auf globaler Ebene mit noch größerer Effizienz zu organisieren. Eine zentralisierte KI ist der Weg dahin. Höhö. Alle Anlagen werden um 50%... Die Produktion aller Anlagen. Alle Anlagen, auch Forschung. Lassen wir zuerst die fortschrittliche Raketentechnologie, damit mein Heavy wieder eine vernünftige Funktion hat. Und dann soll die zentralisierte KI ausbauen. So, und jetzt sehen wir auch, dass hier einer ist. Und den kannst du mal in die Basis bringen. Gefahrenstufe extrem. Moment. Die Armbrust raus. Das Spinnding bleibt drin. Und die Giftarmbrust rein. Bleibt nichts anderes übrig. Ich muss ja die ganzen Sachen hier machen. Töte alle Feinde und beschütze die Kisten. Das Gute ist immer, in ein Gebiet zu kommen und man sieht noch keinen einzigen Feind. So, jetzt bin ich beruhigter. Oui.
sechsmal drücken, innovatives Gameplay. Es ist schon richtig so, dass du jedes Mal stoppst, wenn irgendjemand da anhält. Nicht anhält, sondern wenn du was siehst. Macht ja Sinn irgendwo. Die Macht der Giftarmbrust. Wenn sie trifft. Mir gefällt die Startposition übrigens gar nicht hier. Moving now. Channel open. Naja, schieß mal auf seinen Panzer. I'm ready. Ach, Explosionsfässer sind absolut irrelevant. Also viel kommt da nicht bei rum. What's our plan? Aiming. Das Gift stackt sogar. Schießt also dreimal drauf, hat er 120 Vergiftung. Oh,
Wenn ich meine Brille brauche, ohne Scheiß, ich hole mir ein Monokel. Du ziehst zu hoch, Geschütz. Einfach nur zu hoch. Obwohl Monokel ist schwierig zu tragen die ganze Zeit. Da muss ich mir noch so ein Konstrukt bauen an der Seite. Am Headset befestigen. Eins, was man so runterklappen kann. Das mache ich dann über einen Ring an der Augenbraue. Channel open. Ready to engage. Taking action. Wow, jetzt bin ich geschafft, da durchs Loch zu schießen. Preparing to fire. Der Gottimperator verstümmelt sich nicht, er optimiert sich. Da legt er sich schlafen. Bam, Maschinengewehr zerstört. So läuft das. Welchen siehst du? Den da drüben? Receiving loud and clear. Deploying tech. Da schmeiße ich lieber ein weiteres Geschütz und nehme Kontrolle über das. Nicht, dass ich hier unten meinen Typen kaputt schieße, nur weil ich mit dem Geschütz jetzt feuer. La 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 und das war's erstmal. Oh, jetzt macht der noch die Materialien kaputt, ne? Und plötzlich steht da noch mitten am Ende vom ganzen Ding eine Sirene, ey. Und ich habe das erstmal, glaube ich, darauf geachtet, dass hier so eine abgefrackte Dusche ist.
aiming. Channel open. Moving now. Nimm das hässliches Bein. Pam 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 pam. Moving. Manchmal kriegt man echt einfach die Krätze. Mich sendet hier keine Sirene mehr in den Loop. Dafür müssen die näher rankommen. Moving out. Scheiße! Ach, Gott sei Dank. Bald wird gefressen, dann ist Weihnachten. Irgendwie freue ich mich nur aufs Weihnachtsessen. Preparing to fire. Let's go. Oh, eine höhere Treffsicherheit, das sehe ich schon. Ready to engage.
Wenn wir nur den Arm sehen von hier hinten aus. Moving. Target detected. We need this. Tech drop. Ich habe nur gelacht, weil ich den jetzt von weiter hinten geholt habe, beziehungsweise das Geschütz aufgehoben habe und direkt weggeschmissen habe. Ich glaube, ich mache gerade mein eigenes Material kaputt. Nö, ich habe aus von der Granate außerhalb des Feldes geschossen. Let's try this. Dann ist ja alles gut. Sprinting to position. Preparing to fire. Noch mehr Feinde. Ach, gestern habe ich seit Ewigkeit mal gesalzenes Popcorn im Kino gehabt. Den ganzen Tag fühlen sich meine Lippen schon so an, als wenn ich... Ach, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Als wenn Schwiegelpapier drauf wäre. So richtig ausgedorrt. Übrigens habe ich mich bei Bemusterung für das Spiel I Am Jesus eingetragen. Weil ich noch nicht weiß, ob es ernst gemeint ist oder nicht. Das erste Spiel, wo man Jesus spielt. Und mit ihm Wunder vollbringt. Man isst ja auch kein salziges Popcorn. Ich hatte mal Bock drauf. Was? Wer? Ach so, danke für die Cheers, gelber Becher. Das finde ich sehr angenehm übrigens, dass das Twitch-Tool für Streaming halt diese ganzen Notifications automatisch drin hat und die Sounds davon im Standard sehr dezent sind. Und mich nicht total fertig machen, nur weil irgendwas abgeschlossen wird. Bling, bling. Moving out. C und C, Kettle and Corpse. Boah, da habe ich glaube ich früher sogar gekauft, das Spiel. Weil ich dachte, geil, ein bisschen mehr Farming Simulator in Richtung von Wirtschaft. Und ich glaube, ich habe es dann später gar nicht mehr großartig angemacht. Moving.
Nein, gemeint ist Command & Conquer. Ja. Das kommt irgendwann mal. Heading out. Wobei, mal gucken, wie das neue Warcraft ist. Es ist ja also Gott sei Dank auf nächstes Jahr verschoben. Jetzt werden alle sagen, oh mein Gott, er sagt Gott sei Dank auf nächstes Jahr. Was ist das denn für ein Arsch? Ich wollte das zu Weihnachten spielen. Ich habe extra Urlaub. Bla bla bla. Ach, lieber so als anders. Es gibt doch genug andere Sachen zu spielen im Dezember. Deshalb Ende Januar, alles cool. Da kannst du auch schon mal sagen, dass der Publisher nicht total hinterher ist, das noch vom Weihnachtsgeschäft rauszuhauen. Also alles cool. Ready to engage. Kann ich wirklich gut mit leben. Vor allem, weil ich noch MechWarrior durchspielen muss. Ich habe meine Battletech-Runde noch, die ich nicht vergessen habe. Ich habe Phoenix Point, die Partie hier noch, die gefühlt schon seit 8 Millionen Jahren läuft. Für meine Verhältnisse. Moving now. Acquiring target. Das hat nichts mit Mimimimi zu tun. Es ist halt so. Manche Spiele brauchen halt ein bisschen mehr Pflege und Zeit. Let's try this. Danke, Leon, für Twitch Prime. Target missed. Wir haben bald 150 Subs erreicht, übrigens. Dank der geschenkten Subs heute und ja, in letzter Zeit sind ja mehr dazugekommen. Und noch eine frohe Botschaft vor Weihnachten. YouTube hat seine Fehler korrigiert, die ich letztens angemerkt habe. Targeting. Na, mit dem Uploader nicht, aber die haben wenigstens korrigiert, dass man jetzt wieder Texte kopieren kann im Backend, weshalb man Videos jetzt vernünftiger wieder einstellen kann und nicht ständig irgendwelche Leerzeichen entfernen muss. No time to lose. 150 Subs heute. Weiß ich nicht, ob das noch hinhaut. Pushing on. Weil wir haben jetzt 143. Was eigentlich schon... Ja, eigentlich für meine... nicht Sendeplan. Oh, da übrigens auch noch was zu. Warum gab es keinen Sendeplan? Weil... also zum einen... weil ich eh hier Internetprobleme habe und dann mit dem Sendeplan ganz toll ist. Danke, bunter Gedanke, für die 144. Was wollte ich noch sagen? Ja, zum einen kein Sendeplan, weil das mit den Internetproblemen hier, es ist ja vorhin auch der Stream wieder aus gewesen, weil als ich mit dem Hund spazieren war, ist wohl das Internet zwischendurch ausgefallen. Bringt halt natürlich ganz viel, einen Sendeplan zu machen, wenn das Internet nicht geht. Und das andere ist einfach, ich krieg meine Lizenz für Rundfunklizenz für Berlin-Brandenburg erst nächstes Jahr, weil mein Network, was meine Dachlizenz dann so gesehen ist und dessen Unterschrift ich irgendwo drunter setzen muss, also meine Unterschrift unter einen von deren Verträgen, damit ich diese Lizenz erhalte über die, arbeite schon nicht mehr. Die sind schon dreist gestern in den Weihnachtsurlaub gegangen. Komplett. Bis zum 26. doch schon wieder erreichbar. Oder haben die gesagt, bis ins nächste Jahr? Ich müsste in die E-Mail reinschauen. Das mit den Rundfunklizenzen ist doch abgeklärt im neuen Medienstaatsvertrag. Nee, da steht drin, dass man was machen wird daran, aber es ist ja noch nichts passiert. What's our plan? Es ist einfach nur mit auf der Agenda. Vor allem ist das keine Sache des Staates, sondern der einzelnen Bundesländer, weil diese Medienanstalten nämlich von den Bundesländern gemacht werden. Und nicht der
und nicht der Staat macht das. Also der... Ach, was? Wir sind live. Nein, das ist doch... Es gibt ein paar Kriterien, die, wenn die erfüllt sind, dann bedeutet das letztendlich, okay, das ist jetzt... Das muss jetzt eine Rundfunklizenz haben. Also mir wird keiner ans Bein pissen, wenn ich das dieses Jahr noch mache. Aber wenn du ein paar Sachen davon erfüllst, was da drin steht, dann wirst du eine benötigen. Man ist einfach auf der sicheren Seite dann letztendlich. Es hat nichts mit Radio zu tun. Rundfunklizenzen ist für Medienanstalten einfach. Ich habe immer gedacht, dass hier nur ein Bot sendet. Oh mein Gott, wir sind enttarnt. Balthasar, wir müssen fliehen. Beep, 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 beep. KI überladen. Mehr Willenskraft. Dachte, du hast eine Station, willst du eine Antenne aufs Dach machen? Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Du kannst nichts posten. Und ich würde sagen, Klaas, dass wahrscheinlich eher mein Network, die den ganzen Tag sich damit beschäftigen, was Rechtsgrundlage ist im Bereich Streaming und YouTube-Videos und ständig mir irgendwelche Aufklärungssachen schicken, dass die eher Recht haben als jetzt jeglicher Newsartikel, den du posten kannst. Oh, danke, dunkler Tanz. Nein, Sabben ist subscriben, Lordi. Du bist auch Subscriber. Mein Gott, was ist los? So, das zweite Gifting ist abgeschlossen. Was kommt jetzt? Forschung. Ach, die fortgeschrittene Raketentechnologie ist gleich durch. Research complete. Tor AML, verbesserter Raketenwerfer von Neu-Jericho. 120 Stoß zerfetzen 6. Das sieht aus wie die AML-Rakete, sieht aus, wenn du ein Torpedo schießt. Bop, 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 bop. Also das Netzwerk mit den Medienanstalten eigentlich zusammenarbeitet, werden die wahrscheinlich darüber informiert sein, wenn sich was ändert. Das ist immer die Sache. Klaas, mach einfach auf, post es nachher im Discord, ich schaue es mir mal an. Und das reicht dann. Versuchen noch ein bisschen die Forschung zu pushen. Construction complete. So, Nahrungsmittelproduktion. Ach so. Da ist jetzt der andere Typ angekommen. Hier können wir alle auf Manticore 1 wechseln. Der ist nämlich immer preselektiert. Vorselektiert. Thank you.
Moment, der Laser-Autoturm ist teurer als der Rattlesnack. Dass das Laser-Rüstung ignoriert und es wird nirgendwo im Spiel erklärt. Macht, ich glaube, in Medien kannst du einen Link reinposten. Hatte ich den nicht? So, jetzt sind alle Manticore 1. Scan complete. Untersucht die Scheune. Soldaten verlieren Ausdauer. Jetzt wurde aber irgendeine Forschung angezeigt und ich weiß nicht, was es ist. Pandorianische Physiologie. Achso, das ist die Verbündetenforschung. Pandora bezogene Forschungsgeschwindigkeit steigt um 25%. Ich hoffe, dass man die KI nicht einfach, also dass man die nicht bauen muss. Da Laser eine Kombi-Tech ist, dürfte die cooler sein. Ich habe mal zum Test welche gebaut. Ach scheiße, das habe ich die ganze Zeit hier stehen lassen. Scan complete. Geh mal weiter. Aber hier werden die bestimmt irgendwas reinpatchen, dass du nur einmal klicken brauchst. Für maximal kaufen oder in einzelnen Schritten. Man hätte ja also schon Buttons einfach machen können, 1, 10, 100 oder sowas. Zu tauschen. Ja, tut mir leid, ich kam zu spät. Juhu, eine Phoenix-Basis! Aber mit nichts Großartigem drin. Aber ihr könnt ja wenigstens auch eine Nebelabwehranlage bauen. Thank you.
Moment mal. Ach, warum nimmst du immer einen komplett anderen? Dann nimm halt die Arme weg. Eine plötzliche Massenhalluzination, bei der unsere Soldaten plötzlich glaubten, in den Ruinen einer antiken Stadt gefangen zu sein, hat zu mehreren Verletzungen geführt, als die Betroffenen verzweifelt versuchten zu fliehen. Der Schrecken, den wir empfanden, war wie eine Mauer, sagt einer unserer Soldaten. Er war absolut, er war vollkommen. Es gab nichts, was wir dagegen tun konnten, außer wegzulaufen und um jeden Preis wegzukommen. So etwas habe ich noch nie gespürt, aber noch nicht auf dem Schlachtfeld. Auch nicht auf dem Schlachtfeld. Das, was in dieser Stadt lebt, es ist wie, nicht wie wir. Es zu bekämpfen ist wie der Versuch, die Flut aufzuhalten. Toll, alle Phoenix-Soldaten haben 50 Leben verloren. Scan complete. Nur die Paranoiden überleben. So, Wohnräume und Krankenstation sind hier aber fertig. Dann können sie sich eben hier erholen. Und in 4 Stunden wird wieder gekämpft. So viele Fragezeichen, so wenig Zeit.